Der Panzer fährt nirgendwo hin und er wird bis morgen tot sein. Am Arsch. Was, Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Begreifst du es nicht? Finch, Pritchett, wir alle. Wir waren die ganze Zeit am Arsch. McManus wird es erklären. Dann gehen Sie. Rede nicht so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen als du warme Mahlzeiten, Kleiner. McManus, jetzt zieh einfach ab. Toller Kamerad, der uns im Stich lässt. So viel zu. Wir sitzen alle in einem Boot. Ach, McManus. Okay. Teile finden, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben. Ja, warte mal, wie war das noch mit... wie war das? Ich muss noch kurz noch mal auf die Steuerung gehen. Optionen, Tastenbelegung. Zu Fuß. Wenn wir ein Bajonett haben, das haben wir. Primärwaffe, Sekundärwaffe, Gadget 3, okay. Nahkampf, Granate werfen. Ja, Nahkampf F haben wir, ne? Ist ja klar. Haben wir ein Bajonett haben? Punktestand. Brauchen wir jetzt nicht. Ja, dann. Tja. Tja, und weiter geht's. Uiuiui. Ah, so. Ist einfach zu dunkel hier. Die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. So, was haben wir denn hier? Hier mal hier hoch. Gucken uns ein bisschen um. Oh, eine Waffenkiste. Das sieht mir schwer nach einem Scharfschützengewehr aus. Welche nehmen wir dafür weg? Die war, glaube ich, nicht ganz so stark. Ah doch, die war super. Die war nicht so stark. Alles klar, dann nehmen wir die hier. Jawohl! Und nach oben. Da ist eine Leiter. Ab in die Bauchlage. Einmal. So war das nicht geplant. So war das tatsächlich nicht geplant. Alles klar, was haben wir denn hier noch? Sehen wir hier jemanden? Was hast du? Da wurde gerade was alles angezeigt. Ja. Spannende Musik, obwohl ich niemanden sehe. Da ist er. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Stabiles Fernrohr. Wir laden erstmal nach. Schön. Ah, nee, falsch. Ja, ist ja. Sag mal, also irgendwie. Da ist einer. Die suchen nach mir, ne? Die suchen nach mir. Kriegen wir den? Tut mir leid, Junge. Leid. Alles klar. Oh. Schöne Stadt. Kommen wir da auch noch hin? Da ist eine. Müssen wir da weiter höher ziehen? Ah, ja, Tatsache. Oh Mann.
Zack, nächster. So. Den dann noch? Verdammt. Gut, viel Munition haben wir jetzt eh nicht mehr. Das heißt, allzu lang geht das Sniper hier eh nicht mehr. Mal gucken, was wir hier noch finden. Aha. Da haben wir jetzt irgendwie noch das Bein erwischt. Oh nö, kann ich mal. Und der nächste. Next. Na komm. Also sie suchen jetzt nach mir. Wissen aber nicht, wo ich bin. Ah, shit, shit, shit. Ah, Mist. Einmal nochmal nachladen. Also 5 Schüsse haben wir noch. Dann müssen wir in den Nahkampf. Ernsthaft? Hat er sich jetzt nur wegbewegt? Kurz. Okay, nächste. Und noch einer. Und für den haben wir 2 Schuss übrig. Alles klar. Jawohl, den haben wir. Gut, können wir jetzt noch schauen, ob wir eine Person noch mit dem... noch erwischen? Noch sehen? Ich bezweifle es zwar. Aber ist ja nicht ganz unwahrscheinlich. Nope. Nein. Nope. 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 Spielanzeige. Nope. Nope. Nö. Nope. Nö. Nachladen. Ja, schön. Ja, mit der einen Kugel können wir jetzt nicht mehr viel anfangen. Ja, bevor wir hier ewig noch rumgammeln, lass uns mal aufstehen. Und eine andere Waffe finden, vielleicht auf Dauer. So. Hier rum. Genau. Nee, wir springen garantiert nicht runter. Ja, apropos andere Waffe finden. Ne? Hier ist ein Zelt. Ah, ein bisschen Licht wäre nicht schlecht. Was haben wir hier? Stolpeldrahtbombe. Stolpel. Der Stolpel. Stoppelbart. Stoppelbombe hier. C-Rigotogramm? Was auch immer das für eine Waffe sein soll. Ah, die kennen wir. Die kennen wir ja noch. Machen wir die mir auch auf. Vielleicht eine Stielhandgranaten haben wir ja einige noch. Okay, ist hier vielleicht jemand im Haus? Boah, es ist so dunkel, ich sehe echt gar nichts. Ich glaube, für unsere YouTube-Leute mache ich mal ein bisschen das Gamma hoch. Gameplay, Video. Was? Hä? Abbrechen. Jetzt hat Helligkeit. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Zack, haben wir auf 15%, auf 19% gestellt. Ah, wesentlich besser, wesentlich besser. Ich hoffe, ihr seht das auch ein bisschen wie ich. Will euch ja nicht ganz in der Dunkelheit lassen. So. Gewehr, Infanterie. P08, boah, das sind so viele Waffen. Ich kenne die auch alle gar nicht. Ja. Ich kenne manche Abwandlungen noch von Battlefield 42 noch. Das sind natürlich dann die besseren Waffen dann im Schnitt. Dann gehen wir doch mal hier zum nächsten Turm. Zum nächsten Aussichtsturm. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein bisschen hoch. So. Und hier geht Leiter hoch.
Für die Leute, die auf YouTube jetzt immer noch nichts sehen. Da ist jetzt noch einer übrig. Den müssen wir noch im Stealth hinkriegen. Und runter mit uns. Wir springen garantiert nicht von der Leiter hier. Das kann man bei einer kleinen Leiter machen, aber nicht bei uns hier. Und wir schleichen uns. Muss ich nur wissen, wo der Typ jetzt hin ist. Da ist er. Das sind zwei. Boah. Das Problem ist. Ah, schön. Schöne Sache mit dem Köder hier. Alles klar. Ich bin jetzt natürlich angefixt. Kommt er zu uns? Kommen jetzt beide zu uns? Ne, der guckt weg. Hier ist gar nichts. So. Einer. Aua. Voilà. Die Tür machen wir mal nicht zu hier. Zack. Da muss noch ein dritter sein hier irgendwo. Muss jetzt hier irgendwo noch ein. Ja. Ausgeschlachteter Motor. Gesichtet. Zack. Eine Zündkerze. Nicht schlecht. Da waren es nur noch drei. Oh, noch drei Zündkerzen müssen wir noch sammeln. Oh Mann. Da ist nochmal ein Munitionszelt. Nee, Nahkampfwaffe haben wir ja eine schöne. Ich muss sagen, ich finde den Streitkolben ziemlich cool. Rein optisch auch. Das sage ich. Ich bin persönlich Pazifist. Allerdings muss man auch sagen, ich finde Waffen doch sehr faszinierend, leider. Ich weiß, dass das die Kramkeule hier. Oh, ist auch eine schöne Grabenkeule. Das beißt sich so ein bisschen, sich für Waffen zu interessieren und, oh, Scharfschütze. Jawoll. Das packen wir mal ein. Und laufen mit dem hier weiter rum. Zwei Beine aufstellen, schön. Ich weiß, das beißt sich ein bisschen, pazifistisch veranlagt zu sein und, Pferd! Das ist ein Pferd! Geil, ein Pferd! Und das ist ein Rand. Ja, wie gesagt, ich sage das schon zum dritten Mal, das beißt sich ein bisschen. Aber bei mir liegt die Faszination tatsächlich mehr beim Dead Girl, dass ich gerannt bin. Krass. Krass. Ja. Komm her! Na los, komm her! Ja, komm! Mhm. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Bei mir ist tatsächlich die Faszination hinter der Waffe an sich, also der Kunst und der Mechanik. Einfach. Bei mittelalterlichen Waffen sowieso. So. Tut mir leid, Fritz, aber. Ist halt so. Mhm. Haben wir da auch wieder eine direkte Leiter? Alles klar, wunderbar. Dann gehen wir da hoch. Top, 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 top. Nee, wir springen jetzt gerade hier nicht wieder von der Leiter. Dankeschön. Ja. Oh, shit.
habe ich nicht. Aua. Oh, scheiße. Das war's mit der. Shit. Oh Mann. Wir haben da jetzt ein kleines Problem. Wo ist sie? Aua. Da ist sie. Keine Ahnung. Ja, das geht gleich nochmal auf uns nochmal los. Bitte. Sterb, du Schwein! Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, sehr gut. Bleib wach, Sir. Boah. Sterb, du Bastard! Alter. Bug? Haben wir einen Bug gefunden? Ja, wir haben einen Bug gefunden. Wir haben wohl einen Bug. Zum Teufel mit dir! Ah, oh Mann, ey. So. Jawohl. So, einmal noch. Nimm das, Tommy! Jawohl. Und nochmal. Komm, zur Sicherheit. Ja, siehst du? Genau deswegen. Shit. Ja, das war's. Das kriegen wir nicht mehr hin, hey. Ach so, da. Tach. Ach du Scheiße. Ja, vielleicht, ne? Aber sterben tun wir so oder so. Komm schon, dich mal hier, komm. Vom Feld geschützt, aber voller Hörner. Daniel Edwards, 1895 bis 1918. Ein Fenglas ist ein wertvolles Instrument bei der Vorbereitung auf einen Kampf. Aktiviere es und suche das Gebiet. Ja, keine Ahnung, wie das ging. Aber wie das Ganze weitergeht, sehen wir in der nächsten Aufnahme. Bis bald.